14 Tage lang haben wir jetzt die Chance, einen ganz besonderen Einfluss auf unser Schicksal zu nehmen. Wir werden nun in eine wilde Zeitspirale hineingezogen, in der unsere Frequenz beschleunigt wird und wir das Bewusstsein zur Quelle der Liebe und des Friedens aufsteigen lassen können. Teile diese Folge unbedingt mit deinen Freunden, denn je mehr Menschen bewusst mitmachen, umso größer ist die morphische Wirkung auf die Menschheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebeglücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Das diesjährige Löwetor verspricht, ein sehr kraftvolles zu werden. Von Samstag wirkt noch der Vollmond im Wassermann. Heute Sonntag ist der Tag außerhalb der Zeit, den wir in Stille verbringen sollten, um das vergangene Jahr abzuschließen und alles, was wir nicht mehr benötigen, gehen zu lassen und dann uns auf das Neue auszurichten. Morgen beginnt dann das planetare Neujahr und läutet höhere Bewusstseinszyklen ein. Also sehr kraftvolle Energien, die auf den Höhepunkt zulaufen und am 8.8. die vervollständigte Öffnung des Löwetores beschließen. Ja, einfach nochmal in Kürze und zum Mitschreiben. Dieses hochschwingende Portal öffnet sich am 25. Juli, hat seinen Zenit am 8. August und schließt am 12. August. Solltest du diese Folge somit nach dem 25. Juli hören, rückverbinde dich mit dem besonderen Zauber, der sich an diesem Tag für dich geöffnet hat. Der 25. Juli ermöglicht eine kosmische Ordnung, denn er synchronisiert drei Kalender miteinander. Einmal den 365-tägigen Sonnenkalender, den wir nutzen, dann den 13-Monde-Kalender und den Zolkin-Kalender der Mayas. Heute, der 25.7., ist der Tag, der im Maya-Kalender am Ende des Jahres übrig bleibt. Er wurde als der Tag außerhalb der Zeit angesehen und als Tag des Gebetes erklärt. An diesem Tag fließt eine ganz besondere Blaupausenenergie, die magisch alles auf Null stellt und somit ganz neue Möglichkeiten bereitstellt. Dieser Tag ist somit die Lücke zwischen dem Abschluss des bisherigen und dem Start des Neuen. Hier wird bestimmt, was sich im Neuen manifestieren wird. Um diese magische Lücke mit der größtmöglichen Liebe zu füllen und somit das Samenkorn für das zu legen, was du im Neubeginn erfahren möchtest, empfehle ich dir, eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf diesen heutigen Tag zu legen. Denn nun beginnt eine heilige Reise, in der wir eine neue Zeitspirale einleiten. Verbinde dich mit deiner Seele, dann geschieht Magisches. Ich halte mich noch mehr als sonst von diesem heutigen Tag an bis zum 12.8. in Kontemplation auf. Meine höhere Bewusstseinsfrequenz ist vollständig auf mein Herz und auch auf meine Dankbarkeit ausgerichtet. Ich lausche nach innen. Ich höre hin, was will meine Seele mir mitteilen? Zu keiner Zeit kannst du deine Seele so stark hören wie in dieser. Mein Bewusstsein grüßt im Geiste jedes Lebewesen, welches mir begegnet, mit einem inneren In Lakesh. In Lakesh ist eine überlieferte Grußformel der Maya und drückt das höchste Prinzip der universellen Liebe und des Mitgefühls aus. Ich liebe diese Philosophie, die eine ganzheitliche Lebenseinstellung ist. In Lakesh bedeutet, ich bin dein anderes Du. Und du bist mein anderes Ich. Spürst du das? Das bedeutet, was auch immer du denkst, sagst oder tust, berührt und bewegt ein anderes Ich. Weil wir sind und alles ist von Herz zu Herz miteinander verbunden. Darüber hinaus enthält In Lakesh das zeitlos gültige Versprechen der Menschheit, diese Erde gemeinsam zu einem besseren Ort zu machen. Du, ich, wir alle sind die lebendige Erinnerung dieses Versprechens. Wir sind eins.
Jeder, der sich erinnert, trägt dazu bei, dass auch die anderen Teile unserer Menschheitsfamilie sich wieder erinnern können. Das Tor in das neue Bewusstsein öffnet sich jetzt. Ein Tor ist immer ein Durchgang oder ein Übertritt in etwas Neues. Indem wir ein Tor bewusst durchschreiten, haben wir auch die Möglichkeit, ganz bewusst hinter uns zu lassen, was wir nicht mehr mitnehmen wollen, und eine neue Bewusstseinsebene zu betreten. Der Tag außerhalb der Zeit beinhaltet eine besondere Schwingungsinformation, die für uns eine energetische Brücke über die Zeit darstellt. Sie führt uns von einem vergangenen Jahr in das kommende Jahr. Doch welche Zeitqualität wird das neue Jahr haben? Das wird am Tag außerhalb der Zeit bis zur Schließung des Löwetores am 12.8. finalisiert. Begreifen wir diese Zeitspanne als Raum, der alle Möglichkeiten enthält und diese auch ausprägt. Sozusagen die Blaupause, die es nun zu aktivieren gilt. Je bewusster wir uns dessen sind, umso aktiver können wir uns ausrichten und selbstverständlich mitwirken, wenn nötig sogar heilen und transformieren. Die Blaupause fürs Kollektiv, als aber eben auch für uns ganz persönlich. Für das, was du sein könntest, so wie du von der Quelle, von deinem Schöpfer gedacht bist, mit all deinen Seinspotenzialen. In dieser Zeit empfängst du die unmittelbare Anbindung an die göttliche Quelle. Tiefe Wahrheiten können einfach so aus dem Nichts in dir auftauchen und dein Sein erhellen. Seeleninformationen bahnen sich kraftvoll ihren Weg und wollen gelebt werden. Höre genau hin. Lass sie dir nicht mehr von deinem analytischen Verstand ausreden. Unsere Seinspotenziale lassen sich nicht mehr lange unterdrücken. Denn diese Magie ist erst der Anfang. Das geht jetzt immer höher schwingend weiter. Ich empfinde den Tag außerhalb der Zeit besonders in diesem Jahr als bahnbrechend, da sich viele sehr lang andauernde Zyklen dem Ende neigen und somit auch lang andauernde neue Zyklen beginnen. Dies wird ein Wendepunkt in unserer Menschheitsgeschichte sein, und besonders heute, bis zum 12.8. können wir den Samen legen, der sich als Chance für die gesamte Menschheit herausstellen kann. Was können wir tun? Aus den Erkenntnissen der Quantenphysik und den Überlieferungen der alten mystischen Lehren wissen wir, der Geist ist der Ursprung von Materie. Und der Beobachter bestimmt mit der Kraft seines ausgerichteten Bewusstseins das Ergebnis. Richten wir uns also besonders in dieser Zeitspanne auf das aus, was wir leben wollen. Im Zweifel nimm dir Urlaub, solltest du diese Chance nicht verpassen wollen. Nimm dein volles Potenzial an und werde dir bewusst, dass du Mitschöpfer bist. Wir sind das lebendige Bewusstsein von allem, was ist. Jeder von uns hat seinen ureigenen Platz in diesem Universum mit seinen ureigenen Seinspotenzialen. Geh deinen Weg, richte dich aus, löse dich von deinen dich kleinhaltenden Selbstzweifeln, mach die Augen auf und erkenne deine wahre Größe und deinen Einfluss auf das Gesamte an. Du bist ein Teil der lebendigen Erinnerung, welche wir auch das große Erwachen nennen. In Lakesh. Deine Linda.